Mein Name ist Hans-Christian Lehmann, ich bin der Bürgermeister der Gemeinde Windeck. Lehmann, was ist heute passiert? Hier ein Brandvorfall, was genau passiert ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Das wird auch noch zurzeit recherchiert, wie die Ursache des Brandes ist. Aber an dieser Stelle möchte ich erstmal gedenken der drei verletzten Feuerwehrmänner aus Eitdorf und den einfach ihren Verwandten. Denn es ist schon etwas Besonderes, hier auszurücken und dann auf einmal festzustellen, man ist selbst schwer verletzt. Und diesen Einsatz, das ist einfach hat mich sehr berührt. Und ich möchte mich auch bedanken bei sämtlichen Feuerwehren des Rhein-Sieg-Kreises, die hier so einsatzfähig gekommen sind, mit allen Mann, die Freiwillige Feuerwehr, die teilweise aus dem Schwimmbad kamen, von der Physiotherapie oder sonst woher. Es ist schon eine gewaltige Leistung heute gewesen, die hier gelaufen ist. Können Sie noch mal kurz bitte den Anfang beschreiben? Wie ging das denn los hier? Also ich habe den Einsatz in Engelskirchen mitbekommen. Dort bin ich informiert worden und habe gesehen, dass die immer die höhere Werte des Brandes, also der Gefahrenwelle, ausgeschrieben worden sind und habe mich dann auf den Weg gemacht, hier nach Windeck zurück zu diesem Einsatz. Sie haben gerade schon angesprochen, das Schlimmste, die verletzten Kameraden. Was können Sie dazu? Es sind wohl zwei leicht verletzt, was ich gehört habe, oder nicht ganz so stark, und einer, der wohl etwas stärker verletzt ist. Und das berührt mich im Moment sehr, denn eigentlich sah es aus wie ein normaler Hallenbrand und dann die Verletzung der Kameraden, das ist also für mich, das berührt mich am meisten. Wie war das denn? Es hat eine Detonation, es gab eine Verpuffung? Kann ich Ihnen nichts zu sagen. Ich habe auf einmal nur gehört, dass gerufen worden ist, der RTW soll runterkommen. Und das Rote Kreuz, was auch wieder hier vollmann vertreten war, war sofort unterwegs und ist runtergekommen. Und die haben dann wohl auch den Hubschrauber-Einsatz eingeleitet. Aber ich meine, das ist natürlich ein Rieseneinsatz. 150 Mann, ein super Zeichen von Solidarität auf der einen Seite. Allerdings, wie sehr ist die Truppe trotzdem auch geschockt da über die verletzten Kameraden? Ja, alle Kameraden sind geschockt. Nicht nur die Eitdorfer. Die Eitdorfer sind dann rausgezogen worden, weil das ist einfach eine psychische Belastung. Das kann ich mir gut vorstellen. Und die anderen Kameraden, denen kann das ja genauso passieren. Und das ist eben das Problem. Ich habe gehört, die werden jetzt im Gerätehaus betreut. Können Sie dazu was sagen? Da kann ich Ihnen nichts zu sagen. Ich bin jetzt hier, musste organisatorisch Getränke, Essen organisieren, Benzin und alles, was man so nebenbei macht und im Hintergrund auch ist. Denn ich möchte mich da, ich bin kein Feuerwehrmann, ich kann nur versuchen zu trösten, zu helfen, wenn es geht. Sagen Sie vielleicht was von der Einordnung, wie herausragend ist dieser Einsatz für Windeck? Also wir hatten in letzter Zeit verschiedene Einsätze. Hier hat es schon einmal gebrannt. Wir hatten in Rosbach einen großen Brand und die Feuerwehr Windeck und auch die Kameraden aus dem Kreis sind immer vor Ort und kommen immer ganz schnell. Selbst der Kreis ist hier mit seinen Einsatzkräften. Und das ist schon etwas, was ich bewundere, dass das so abläuft. Aber von der Dimension des Brandes, meine ich jetzt? Die Dimension des Brandes, das kann man ja vorher nicht sagen. Wir wussten nicht, was in der Halle ist. Es hätten ja durchaus Fässer drin liegen können mit brennbarem Material und Sprengmaterial oder sonst irgendetwas. Deshalb sind sie äußerst behutsam vorgegangen. Von der Dimension her kann ich es wirklich schlecht einschätzen. Es war nur so, dass die Feuerwehr es für sehr gefährlich eingeschätzt hat und das war es anscheinend dann auch.